Reihen auf Reifen. Und jetzt sind wir gerade hier in Oregon und hier gibt es wunderschöne Steppengegenden, die sehr daran erinnern, wie es wahrscheinlich früher bei den Indianern und so wäre. Was? Wie bei Winnetou und so, solchen Filmen und so. Das sind dann solche Steinwände wie diese hier. Unglaublich. Und auf dem Weg waren noch ganz viele andere solche schönen Dinger. Und ja, da zeige ich euch jetzt auf dem Weg noch ein paar weitere, bis wir im großen Finale enden, was ich euch aber natürlich erstmal vorenthalte, bis in die nächsten paar Sekunden und in Echtzeit die nächsten paar Stunden, bis wir da sind. Also, bis dann. So, Dele. Also, gestern haben wir das nicht mehr geschafft. Wir haben paar Spritprobleme gehabt und ja, jetzt sind wir wieder hier und jetzt zeige ich euch mal die Gegend, wie geil das hier gerade schon aussieht. So. Ja, ich habe das auch mal gesehen und dann zeigen wir euch später noch schönere Sachen, denke ich. So, also das ganze Areal, in dem wir uns hier gerade befinden, nennt sich John Day. Und es ist weltweit das besterhaltenste Naturgebiet, das mehrere Epochen darstellt und zeigt durch die Schichten in dem Gestein und alles. Und das hier ist auch sozusagen einer der Ursprungsorte der Säugetiere. Hier ist so ein Zeug halt, weißt du? Ist richtig schön und putzig hier. So, und wieder was dazugelernt, und zwar, passt mal auf, das ist nämlich so gewesen, das hier, was hier jetzt schon fast wüstenähnlich wirkt, war früher mal Tropengebiet. Das heißt, im Endeffekt sind hier in den Bergen Fossilien von ganz, ganz vielen verschiedenen Äras und ja, gerade so ein Video gesehen, weißt du, so ein Lehrvideo, und es ist so 45 Millionen Jahre. Aber wir fahren jetzt zur schönsten Stelle von diesem ganzen Gebiet und dann seht ihr das natürlich auch.